Okay, I got him. Pull in Dr. Sang. You sure? Tragic story of modern medicine, Inspector. Not every patient makes it. Way? I'm leaving this guy in the parking structure off Quark Street in Central. Make sure you send someone to let Calvin out of that trunk. Dr. Sang confessed. He's done more than 20 transplants for 18K in the past 2 years alone. The guy gives urban myths a bad name. He'll get 10 to 20 in maximum security. When you consider that all his victims were triads, I wonder how long he'll actually serve. 18K won't be happy, but I'll personally sleep a lot better knowing he's not out there. Doesn't bring back your friend, but I think it's fair to call it justice. Holy shit. Damit haben wir... Wow, 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 wow. Das gab ordentlich Erfahrung. Damit haben wir auf jeden Fall einen neuen Fall abgeschlossen. Hier ist, glaube ich, auch eine Triadenüberwachung wieder. Ansonsten werde ich einfach mal die Kamera gleich hacken. Und ich habe eben, als ich zu Calvin fuhr, gesehen, wo ich noch eine dritte Jade-Statue mitnehmen könnte. Dann werde ich mir die holen. Und dann fahren wir zu dem Kampfstudio. Aber in der Zwischenzeit, sag ich mal, gute wie willkommen zurück zu Let's Play Sleeping Dogs. 100% uncut. Sitzt einer drin? Nee. Doch. Okay, ja. Calvin sollte beinahe operiert werden. Wir haben das zum Glück noch verhindern können. Deswegen ist er hier noch im Kofferraum eingesperrt. Wir hacken jetzt erstmal hier munter drauf los, eine Kamera. Bevor wir weiter voranschreiten in der Kampagne. Mal schauen, dass ich hier auch die richtigen Kombinationen wieder habe. Ah, das war doch schon mal ein guter Ansatz. Okay, dann brauchen wir die Null. Ja doch, Schläger in der Nähe besiegen. Die waren noch nicht hier. Ich vermute mal einfach, den Wagen kann ich da nicht nehmen. Halt, ich muss jetzt schauen, wo das war. Wo ich das gesehen hatte. Ich habe so dunkle Erinnerungen, wo das sich befunden hatte. Ich kann ja eigentlich mir aus dem Parkhaus erstmal ein Motorrad wiederholen. Das irgendwo gesehen. Und ich der Meinung war, da war noch eine dritte Statue. Ich kann ja gleich mal schauen, ob ich auf der Karte das nicht umschalten kann. Warte mal. Oh. Pickups. So. Statuen. Das war nicht diese. Oder? Das war hier oben. War das doch die? Ich dachte, ich hätte woanders eine gesehen. Lass mich mal schauen. Ne, wir sind doch in Central, ne? Ja. Dann fahre ich mal dahin. Ich schau mal, ob das sie war. Ah, hier komme ich nicht weiter. You're about to hear me. Forget last year's designs. Get the hot. Die sich ja alle einpissen, nur weil ich hier rumfahre. Ach, warte mal. Kurz zuvor schauen wir mal, ob es hier was gibt. Für die Triaden-Upgrades. Klamottenmäßig. Das könnte teuer sein. A man
Ah, ich könnte tatsächlich... Ah, das ist ein Kopf. Ich will aber Triaden-Upgrade, aber da brauche ich Ansehen 7. Was habe ich denn? Ich habe nur Stufe 6, ja. Powerful. These are clothes worthy of a man such as yourself. Ah, dann nehmen wir diese Uhr, die erhöht uns mein Ansehen noch schneller. Und die auch. Damit ich schneller eine nächste Stufe erreichen kann. Damit ich wenigstens mein Ansehen schneller erhöhen kann für bessere Upgrades. Oh, so vielleicht. Gut, 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 gut. Doch, es ist, muss hier gewesen sein. Das, was ich auf der Karte entdeckt hatte. Es sieht auf jeden Fall so aus, wie diese Gegend. Nur die Frage ist, ob ich da schon hinkomme. Nein, 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 nein. Nicht gegen mich fahren. Die Frage ist, ob ich da schon hinkomme. Oh, ich könnte hier auch eine Gefälligkeitsmission gleich noch machen. Also, die Triadenstatue. Die Triaden. Die Jadestatue, ne? Nicht die Triaden. Die Jadestatue soll hier drinne sein. Da komme ich nicht rein. Jetzt müsste man mal schauen, ob man von oberhalb irgendwie reinklettern kann. Ich glaube, ich habe auch schon gesehen, wo. Weil auf der einen Seite hier gebaut wird. Versuchen wir doch mal unser Glück. Mehr als dass es umsonst gewesen sein kann, kann ja nicht passieren. Viel Zeit hätte ich jetzt eh nicht verplempert dadurch. Ich weiß, ich war hier schon mal mit Pest unterwegs, aber ich weiß gerade nicht mal, ab wann man da Zugriff hatte auf diese Statue. Deswegen versuchen wir unser Glück jetzt einfach mal. Und hopp. Warte, 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 warte. Wie komme ich denn da hoch? Ah, von der anderen Seite. Wie gesagt, es könnte sein, dass es vergebene Liebesmühe ist. Es könnte aber auch sein, dass ich Glück habe. Drin ist sie zu sehen. Okay, dann folgt diese Mission noch, wo man da einen Zugriff für kriegt. Ob das jetzt gut geht. Holy shit. Ah, ich bin direkt bei meinem Motorrad rausgekommen. Das ist cool. So. Wir wollen zwar zu der Jadestatue, zu dem Dojo fahren. Aber unterwegs hindert mich ja nichts daran, eine Gefälligkeitsmission zu machen. Jetzt ist nur die Frage, wo befindet sich diese? Ach, ist das wieder dieses... Ach, ist das jetzt wieder das mit diesem... Kaufhaus, wo ich immer noch nicht herausgefunden habe, wie ich da hochkomme, ne? Das wollen wir doch jetzt auch mal angehen. Also irgendwie muss ich ja doch einen Weg da hoch finden. Jetzt sag mal. Warum sind wir denn alle hier im Weg? Eigentlich heißt es ja laut der Karte, ich müsste da reingehen, aber andererseits... Wie kommt man hier weiter? Ich habe das, bin jetzt hier immer hingerannt. Karte müsste mir doch auch mal einen Hinweis geben. Was ist denn da? Ich
Ich meine, wir haben hier diese Schläger beseitigt, aber ich dachte, es gäbe dann eine Möglichkeit, um nach oben zu gelangen. Es ist hinten auf den Dächern, das weiß ich soweit. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wir waren jetzt so oft hier und ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich da hinkomme. Irgendwo. Laut dem soll's doch. Ah! Ich hab's gefunden! Fire King, finally! Warte, warte, warte. Waren hier oben nicht auch. Nee. Okay. I need a favor. I was supposed to collect some protection money from these vendors an hour ago. The bastards called the cops for protection. Can you distract them? All right. I'll see if I can draw them off. So. Einige Dosen auf die Cops werfen. Hey, you. In the stupid uniform. Head to camp. Through him, man. You keep running. Kommt ihr? Okay, ich soll sie also weglocken. Machen wir das doch am besten so. Indem ich euch so weglocke. Kommt mit! Holy, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht. Wir locken die jetzt erstmal weg. Ups, aber so geht das nicht. Mit der Schusswaffe wäre es einfacher. Danke, Mann, du hast mir das Leben gerettet. Ich hab's jetzt immer noch am Arsch kleben. Nein? Nicht mehr? Okay. So, dann kümmern wir uns doch jetzt endlich mal um die Jadestatuen, dass wir die zurückbringen. Denn es gibt zwei Upgrades und wenn wir die haben, stützen wir uns auf die nächste Mission. Oh, ich habe endlich herausgefunden, wie ich da rüberkam, ey. Meine Hin. Das hat mich immer die ganze Zeit verunsichert. Ich wusste nämlich nicht mehr, wie der Aufstieg war. Pace hatte sich ja da auch schön drüber brüskiert. Warte mal, was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier auf der Map? Ist das ein Open World Event? Ja, das ist ein Open World Random Event. You're not Frank. Where's Frank? Are you okay? Were you kidnapped? No, I wasn't kidnapped. Frank's my husband. What are you doing? Creep. Mind your own business next time. Getting to the point where mature adults can enjoy themselves in public. Frank? Frank! What the fuck? Was für ein krankes Rollenspiel wolltet ihr denn jetzt eben machen? Müll im Kofferraum Highway. Ja, das war ein Open World Event. Davon gibt es glaube ich 10 Stück so Random Events. Aber die ploppen halt echt wirklich zu den unmöglichsten Stellen und Zeiten auf. Aber endlich ist es mir mal geglückt, dass ich da auch wieder eins erledigen konnte. Weil die bringen nämlich auch noch ein bisschen Ansehens-Upgrade-Bonus. Was wollt ihr denn? Wir nehmen mal die Express-Abkürzung hier. Nehmen wir diese Müll hier, der ganze Trash-Kin. Irgendwo muss ich aber versuchen. Ah, ne, Geldtransporter brauche ich jetzt nicht. So viel Geldzeug haben wir nun auch wieder nicht.
Ja, was kann ich denn dafür, wenn mich die Pfeile so komisch locken? Außerdem, was haben wir hier für einen Quatsch wieder? Ah, Karaoke machen wir auch nochmal wieder. Aber nicht jetzt. Ich fahre hier gerade aber auch wie eine gesenkte Sau. Wuhu! Ich nehme Hauptsache erstmal alles mit. Denn soweit ich weiß, gibt es nämlich später nochmal eine Date-Möglichkeit, wo wir sowieso zu Karaoke gehen müssen. Dann können wir den Rest dann auch später machen. Ziehen das jetzt nicht einfach so vor. Aber nun gut. The boar, an important part of the collection. How are you doing? I'm fine. With the past, I mean, your past. That's one of those questions you shouldn't ask. Is it? I guess those are the rules. But someone should ask it. Even if you ask it of yourself. What are you, a Zen master now? Of course. Didn't you know? Sehr gut. Okay, was wollen wir denn für einen Move jetzt erlernen? Was haben wir denn hier alles? Die haben wir. Okay, das heißt, wir fangen jetzt mal an mit den ganzen Knochenbrechern. Aber erstmal beginnt der Angriffsschlag. Angriff nach einem Tackling. Halten Sie X und Kreis. Und dann Viereck. Also. Ach so geht das. Okay. Ich hab's verstanden. Ja, kann man, so kann man auf jeden Fall definitiv, denke ich, ich denke, ey. Ich denke, so kann man auf jeden Fall einen Kampfring eröffnen. Oh, der ist geflogen. Habt ihr noch nicht genug? Ich hab noch eine. Gebe ich dir gleich. Pusche. So. Angriffsschlag. Also ich denke, das ist auf jeden Fall optimal, um eine Schlägerei zu eröffnen. Nachdem wir den korrupten Arzt gestoppt haben, der dafür sorgte, dass die Organe illegal transplantiert werden, erledigen wir noch ein paar Nebenaktivitäten und Gefälligkeiten. Nun geht es aber direkt weiter mit Jadestatuen sammeln und wir können ein paar neue Moves lernen. Ich habe natürlich endlich diesen Weg in diese komische Engelpassage gefunden. Was wir erlernen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vergesst auf jeden Fall nicht, eine Bewertung und einen Kommentar zu hinterlassen. Freut euch drauf und ich bin hier raus. Peace out!